etwas Dunkles in mir ist. Und das verstecke ich. Ich rede ganz sicher nicht darüber, aber sie ist da. Immer. Meine düstere Begleiterin. Und wenn sie am Steuer sitzt, da fühle ich mich lebendig und fast krank durch den Kitzel des absolut Verbotenen. Also ganz dünn, ne? Mhm. Because you thought Stefan was gonna put a bullet in your head. Get out. I'd rather be alone. You're a junkie. Of course I am. Küsse. Du weißt doch, dass da was Besonderes zwischen uns ist. Das kannst du nicht leugnen. Stevie. Ja. Krieg deine Gefühle in den Griff. Nein. Stevie, lass mich raus. Nein. Stevie, mach jetzt bitte kein Drama draus. Man erwartet mich schon sicher. Nein. Stevie. Nein. Nein. Nein! Hör auf! Was soll das jetzt werden, ne? Dann bleiben jetzt noch 2 Gin Tonic. 15 Euro bitte. Ich hatte nur einen und den habe ich schon bezahlt. Nein, hast du nicht. 15 Euro bitte. Willst du etwa sagen, dass ich lüge? Ich will, dass du deine Drinks bezahlst und zwar jetzt. Lass uns gehen, das ist mir eindeutig zu blöd. Ja, mit blöd kennst du dich ja aus. Muss man da irgendwas machen können? Warte, ich habe eine Idee. Was hältst du von einem Versöhnungstreffen? Also das, was du geplant hast mit Mutter, dir und mir, nur in erfolgreich. Und es wird funktionieren, weil ich eine neutrale Person bin und er nicht weiß, wer ich bin. Und du weißt, ich kenne das richtig gut, ich kann Leute überzeugen. Jennifer und ich hatten einfach eine zauberhafte Idee. Und zwar, there is no business like show business. Hey, können wir ein Selfie machen? Was? Ein Selfie machen. Ja, lass mal. Oh mein Gott, du bist so scheuer! Ey, geiler Arsch! Danke! Nicht euer. Darf ich dich auf einen Drink einladen? Ja. Wie können wir dem Fluggast am besten die Angst nehmen? Und dafür seid ihr hier da, zur Beruhigung. Mimmel, wie verhalten Sie sich im Kontakt mit einem Zweibeiner? Ja, genau so. Sehr schön gemacht. Bello, was würden Sie tun, um auf einen ängstlichen Zweibeiner zuzugehen? Ja, ja. Bello und seine Kumpels vom Wedeltrupp. Das kann einem Angst machen. Hallo Mila, ich bin Susanne. Wie geht's dir? Bin ich. Jetzt bist du im Krankenhaus. Du bist in der Schule zusammengebrochen. Wir müssen noch die Untersuchungsergebnisse abwarten. Aber bald wissen wir schon mehr. Na jetzt weg. Mila, du hast gar nichts gegessen. Ja, ich habe keinen Hunger. Du solltest aber wirklich was essen. Allerdings. Ich lasse mir was da. Falls du mich findest. Hast du ihn schon mal gesehen? Bisher nicht. Er lebt abgeschieden und meidet die Öffentlichkeit. Ja, der John Doe des 21. Jahrhunderts. Es geht doch so nicht. Er ist ein großartiger und bemerkenswerter Künstler. Und Image ist okay? Gerade noch. Das ist schon irgendwie seltsam. Gestern kannten wir uns noch gar nicht und heute sitzen wir hier bei dir. An deinem Geburtstag. Und? So schlimm? Andrea, Musik aus! Andrea, Musik aus! Kannst du deine Andrea nicht einfach mal aufhalten? Ja, ich sehe Andrea. Bitte geh in den Standby-Modus. Vielleicht hat er einfach auf der Insel keinen Empfang oder sein Akku ist leer, aber glaub mir, Distanz schafft Nähe. Wo hast du den denn her? Woher soll ich den denn haben? Das ist doch Fakt. Yo, ich geh mal nach dem Essen gucken. So, why don't you go back and get me some? Dann mach's mal gut, du geile Sau. Und hey, wenn du heute Nacht nichts mehr zum Vögeln findest, kannst du doch mit deiner Andrea in die Kiste springen.